Hallo und herzlich willkommen zur 101. Folge unseres Jagged Alliance 3 Let's Plays. Ich bin der Palzi. Wir haben in der letzten Folge die Endnight erfolgreich überstanden. Waren jetzt hier am Überlegen, was heißt am Überlegen? Es steht für mich eigentlich inzwischen fast fest, dass ich hier die Legionsgarnison in dem Camp hier angreife. Aber wir haben im Moment zwei Trupps mit je 5 Leuten. Da das mit Bastien hier im Flüchtlingslager nicht hingehauen hat, würde ich tatsächlich 2 Söldner anheuern wollen. So, wer sind diese Söldner? Uns fehlt im zweiten Trupp jemand mit einer schweren Waffe. Da Grunty Buns mag, würde ich da Grunty anheuern wollen. So, und was nehmen wir für den ersten Trupp? Eigentlich haben wir da alles, was wir brauchen, würde ich so prinzipiell sagen. Wir könnten einen stärkeren Mediziner brauchen, aber Rosa ist eigentlich gut genug. Das heißt, man könnte überlegen, ob man aus dem zweiten Trupp noch einen rüberschaufelt. Kalina brauchen wir wegen des Führungswertes, um vernünftig reisen zu können. Larry ist fix wegen der Granaten. MD ist der Mediziner hier in dem Trupp. Dann Grunty und Buns. Das heißt, man könnte Steroid rübernehmen in Trupp 1 oder gegebenenfalls sogar irgendwann entlassen. Ich weiß gar nicht, wie lange der noch Vertrag hat. 7 Tage noch. Und dann hier für den zweiten Trupp. Also Steroid in Trupp 1, also in den Charlie-Trupp und in den Echo-Trupp noch eine zweite Person. Und was hier fehlt, ist eigentlich ein zuverlässiger Techniker noch. Der auch vernünftige Treffsicherheit noch hat. Und wie gesagt, Grunty möchte ich auf jeden Fall. Und dann bin ich jetzt eigentlich der festen Überzeugung, dass wir Vicky nehmen sollten. Denn die hat einen gescheiten Technikwert. Sie hat hier das Ellbogenschmalz auch noch. Und prinzipiell gefällt sie mir ganz gut. Andere Möglichkeiten an Technikern sehe ich eigentlich nicht. Von daher wollen wir mal gucken, dass wir die zwei anheuern können. Das sollten unsere Finanzen eigentlich hergeben. Mother always says, connections are easier to break than bones. It appears ours broke. Shall we restart our negotiations? Muttis Liebling. 6.750 finde ich auch super günstig. Und da ist Versicherung mit bei. Hier. Nimm hin. Ivan is my mentor. He taught me how to kill with grace and endurance. It will be really excellent if you hire him, but that is only my good advice. Anyway, choose for now. Ja, Ivan wäre in der Tat schön, aber der ist noch ein bisschen für eine Woche 19.000. Nee. Kommt mit automatischen Waffen. Der ist super. Keine zwei Meinungen. Wir brauchen für Trip 2 erstmal einen zuverlässigen Techniker, zumal ich nicht weiß, ob Kalina tatsächlich überdauern wird. Und ich glaube, Vicky ist eine gute Vicky Waters, who I be speaking with? Kandidatin 16, das geht hoch auf 25. 25 ist natürlich schon ganz schön happig. Von, na gut, hier sind es knapp 17. Ohne die Versicherung 12,7. Und hier 21 lohnt sich also in meinen Augen. Wir versuchen es. Well, I be telling you,
I've had better offers, but it will be nice to work with women for a change. It's an all-boys club these days. I guess I'm good to come to an agreement with you. I'll show you how a real merc performs. Ich habe gerade eine Nachricht bekommen. Achievement, dreckiges Dutzend. So. Die zwei kommen also. Und zwar... Oh, die können nicht direkt zum Flüchtlingslager. Flackhill ist Blödsinn. Ernie auch. Dann kommt mal an die Docks von Port Kakao, bitte. So, dann die vier sind beschäftigt. Steroid, wir hatten hier in dem Sektor noch ein paar Gegenstände zurückgelassen. Das heißt, Steroid kurz mal in den Trupp rein. Dann kann der die Gegenstände dann noch abholen. Do not worry, I am here. Sektorversteck. Hol das Zeugs ab. Und dann beweg du dich. Auch schon wieder zurück. So. Ich möchte, bevor ich den Trupp bewege, auf jeden Fall noch mal nach Flohstadt. Jetzt ist die Frage, wann kommen die anderen Söldner an? In einem Tag und 10 Stunden. So lange möchte ich nicht warten. Ich hätte die direkt nach Kota Syl schicken sollen. Hätten sie da den Rest laufen können. Na gut, ist jetzt halt so. Oder lässt man die jetzt da, um dann mit 7 Leuten hier gegen die 13 angreifen zu können? Ja, wie ist der Plan? Der Plan ist... Charlie-Trupp fängt die Schmetterlinge ab. Das ist ja eh der Plan. Danach wird Charlie-Trupp sich um diesen Außenposten kümmern. Da müssen wir mal schauen, wie es da aussieht mit den Schilden. Während der Trupp im Süden hier den Außenposten G10 nimmt. Ich habe vergessen, wie das Camp heißt. Naja, da macht sich die lange Pause durch den Urlaub dann bemerkbar. Danach möchte ich mit denen auch weiter nach Norden. Im Flüchtlingslager sind ja noch Quests, wie zum Beispiel Sangoma heilen, das Metaviron dahin liefern und so ein Zeugs. Und dann mit beiden Trupps Pantagruel machen. Vielleicht einen Trupp, nachdem Pantagruel erobert ist, hier die Sektoren wieder nehmen lassen. Da müssen wir mal gucken. Achso, hier war auch noch diese Bushaltestelle, die Busgänge oder was das war, könnte man vielleicht auch noch mitnehmen. Aber das kann man auf dem Weg nach Norden wohl noch erledigen. So. Zurück zur eigentlichen Frage, wartet man, bis der Trupp da ist? Das hier sind 13 Stunden. Und eigentlich ist mir das zu lang, aber mit 5 gegen 13 ist natürlich schon eine heftige Nummer. Ich meine, wir hatten jetzt hier zuletzt den Kampf 5 gegen 17, hatten wir überhaupt kein Problem. Aber da hatten wir 8 Milizen und wir hatten die 6 Kaffeeböhnchen auch, ne? Darf man nicht vergessen. Wobei ja Kyla gestorben ist. Gott hab sie selig.
Und den Abstecher über Fleetown auf jeden Fall, um Banz und Kalina, um generell Ausrüstung nochmal zu überprüfen. Denn Kalina braucht ein besseres Scharfschützengewehr noch. Und bei Banz bin ich mir gar nicht sicher. Vielleicht haben wir da auch was Besseres als die Dragunov. Müsste man gucken. Wobei die Dragunov natürlich dadurch hervorsticht, dass sie Warschauer Pakt Munition braucht. Ne? Ja, wenn man jetzt erst wartet, bis sie da sind, in anderthalb Tagen, dann losfährt, dann ist man erst mit knapp 2 Tagen hier. Und ich habe keine Lust, dass die wieder ein Schild aufbauen. Von daher Abmarsch. Bewegung erzwingen. Ihr könnt eure Aktionen da abbrechen. So, und als nächstes müsste dann ja der Charlie-Trupp da eintreffen. Da nochmal ein Blick ins Inventar. Insbesondere bei Barry. Wir haben da ja diese Claudette-Situation. Hier wechsle ich mal aus gegen die Hohlladungen. Und dann ich hätte schon ganz gerne für die Erledigung der Quest vom Flüchtlingslager, dass Claudette überlebt. Wir wissen ja noch aus dem alternativen Spielstand, dass die da von 2 oder 3 Leuten gleich behakt wird. Das heißt, ich möchte da möglichst heimlich still und leise ran und die erledigen. Hier, nee, kannst du ruhig auf dem Maschinengewehr bleiben. Barry. Sind Blendgranaten die richtige Wahl oder... Also Blendgranaten für aggressives Vorgehen gegen die Leute, die da an Claudette dran stehen. Alternativ Rauchgranaten, um Claudette zu schützen. Aber ich bleib auf Blendgranaten. Ich glaube, das ist okay so. Man könnte auch darüber nachdenken, ob man anderen Leuten nicht vielleicht eine ein oder andere Granate gibt. Ich denke da halt insbesondere an Livewire. Oder Rosa sind ja die einzigen Kandidaten. So, und dann Abmarsch, die Diamanthaie. Es ist Nacht, das könnte von Vorteil sein. Das letzte Mal haben wir hier tagsüber gekämpft, sind beim letzten Mal auch von der Seite reingekommen. Ich möchte mich aber hier anschleichen. Dass wir vielleicht hier über die Seite, die Flanke kommen und dann schon nah dran sind. Vielleicht ein Meltdown hier mit dem NG, dann die Richtung sichern. Aber prinzipiell eher hier. Meltdown hier! What? How can I assist? Hello. Presently in attendance. So. Hey, let's play a game of trailer park tag. It works like this. Ich
This sneaky shit ain't my style. Ja, ist halt in dem Fall jetzt von Vorteil, dass wir diese Situation hier schon gekannt haben. This is always the best way to do things. Wen lasse ich? Wie viele Leute brauchen wir hier? Ich möchte... Ah, die Jenen sind da. Okay. Es ist eh die Frage. Nee, ich nehme die alle mit hoch. Ich hatte halt erst überlegt, ob ich Meltdown vielleicht hier hinbringe. Aber Meltdown würde andererseits... An der Seite, wenn sie hier ihren Kegel aufbaut, auch, glaube ich, ganz gute Arbeit verrichten. I got a butthead here. Jetzt kommen da zwei. Das ist natürlich nicht so schön. The buckheads will not see me. Ja, geht mal wieder weg da. Es sind angeblich nur 6. Das kann aber nicht sein. Denn... Wir haben ja jetzt schon die 2 gesehen, die da eben gerade ankamen. Dann die 2, die bei Claudette stehen. Einer da vorne. Also ich tippe eher, dass es dann 8 sind. Also mit dieser Truppe hier, die Diamanthaie. Plus die beiden. Dass sie zu keinem Trupp gehören. This is how I approach the key. Ich habe jetzt mal Schnellspeicherung gemacht. Going. Still undetected. Being quiet ain't my strong suit. This plan sucks. Meltdown will ich gleich das MG da aufbauen lassen. Moving quietly. Don't touch me. I'll stab you like this one here. The poor asshole deserved it. He got himself killed by a little girl, for fuck's sake. I'm big enough to kill you. Stay! Stay away! You brought a knife to a gunfight, girly. No, no! Don't shoot her! Damn. I thought she was hot before. But now she really turns me on. Yeah, she has some real fire in her. It's warming me up. Stay away, or... Oh, you'll get a knife in your ugly faces. So, Zeit zum Eingreifen läuft runter. Das heißt, wir müssen da handeln. Flay, komm mal hier hin. They will not smell me coming. If the wind holds steady, this will work. Mit ein bisschen Glück schlägt das durch. Who the fuck are you? So, das war schon mal einer. The only thing you'll be dealing with is my boot and your ass. So, Meltdown. Gefällt mir das so, dass sie nur reaktives Feuer gibt? Watch me put this one down like a sick dog. Horror. Das war doch sauber. Meltdown, du bist die Beste. On your asses. Ah, fuck.
So, Maschinengewehr drehen und zwar nach da. So, das wäre das. Hide and shoot. That is my game. Barry hat noch nicht agiert. Better to go unnoticed, yeah? Ich möchte erstmal die Gratisbewegung hier nutzen, obwohl es das. Nee, dann könnte er den Schuss von Livewire versauen. Und das wollen wir ja nun auch nicht. Oder wir schmeißen die Rauchgranate, um Claudette zu schützen. Nee, komm, aggressiv. Hau raus, lauf, Livewire. I will try to become hard to see. Jetzt die Gratisbewegung. Ich möchte auf jeden Fall die Blendgranate jetzt nutzen. Und zwar nach Möglichkeit, dass der genau in der Mitte ist. Hier ist Special Grenade! Dann hat sie nämlich niedergestreckt. Jetzt Gratisbewegung. Hau raus. Du kannst auch noch eingeben. Ich möchte jetzt aber erstmal gucken wegen Rosa. Nimmt man den Schaden hier in Kauf, will ich eigentlich eher nicht. Moving. Aiming. That has to hurt. So. Und dann bewegen wir uns gleich weiter in die Richtung. How can I assist? Barry. Gratisbewegung, noch ein Schuss. Kann nicht schaden, oder? We have agreement. They're probably pissing their pants right now. So, Barry könnte Schaden nehmen. Ich hoffe, Claudette das überlebt hier. Aber sieht ja gut aus. Meltdown hier. Ja, Meltdown, dich müssen wir Maschinengewehr aufheben. Das gucken wir uns gleich an. Flay hat die günstigste Munition für uns. Erstmal da ran ein bisschen und dann. This will be so easy. I'm already bored with it. Thank you for intervening. I would not have been able to fight both of them off by myself. Now I should get back to my brother in the refugee camp. He must be worried sick about me. Please, come see us if you are ever nearby. Being quiet ain't my strong suit. Ready. So, Claudette ist zurückgekehrt. Naja, gut, wenn die da jetzt rausgeht, das haben wir auf jeden Fall. Kevlarhose, hier Barry erstmal tragen. Die Diamantlieferung gleich verkaufen, damit sich das Anheuern der Söldner. Gleich wieder ein bisschen amortisiert und dann holen wir ja auch den Rest dann langsam aber sicher angehen. This sneaky shit ain't my style. Being quiet ain't my strong suit. Wo ist ein Flay? Billigste Munition. This is how I approach the key. The
Gray is unaware. So, genau so läuft's nämlich. Ja, Generalstabsmäßig hier, okay. Wir haben, da war auch irgendwie nichts, was das Ganze gefährdet. Dadurch, also wie gesagt, dadurch, dass man das ja kannte, jetzt sogar den Auftrag hatte. Ich habe ja damals gefragt, was ist mit der Icy Game to Hunt. Dieser Claudette, ich glaube, die hatte damals in der Leiche die fantastischen Wortwitze, wenn mich nicht alles täuscht. Ne? So, dann Flay. Warte mal, erstmal Rosa nach da. Quietly. Bury ihn ein Stück nach da. Still undetected. Und dann Flay. They will not know from where this shot comes. Kannst auch nur weiter hinten stehende nehmen. Sollte eigentlich hinhauen. Rosa sieht beide. Aiming. Hat nicht gereicht. Das ist nicht gut, Rosa. Was erlauben? Aber es müsste auf jeden Fall reichen, wenn die dann loslaufen. Dann braucht. Ready to go unnoticed, yeah? Hide and shoot. That is my game. Are you serious right now? Get your head out of your ass! Oh Gott. Verzeihung. Das ist jetzt gar nicht gut hier, was gerade passiert ist. Presently in attendance. This is so exciting! Versuch nochmal einen Schuss. Er hat zumindest getroffen. Das heißt, beide sind angedengelt. Moving quietly. So, Meltdown muss, dass das MG nicht automatisch abgebaut wird, ne? Meltdown here. So, dann laufen wir jetzt noch ein bisschen rum hier. Okay. D'accord. Ja, okay. Könnte noch ein bisschen was in der Gegend rumliegen. Da zum Beispiel gleich. Meltdown hat einen Stufenaufstieg, kümmern wir uns auch gleich drum. Yes. Yes. So bossy. Ready. There's some loot in here. Peacemaker entladen und Schrott. Und das nehmen wir natürlich. We move with certainty. Let's move. Hier vielleicht noch Kräuter. You're the boss. Calling ass. Presently in attendance. So, was haben wir da? Mechanische Falle. Das was für Livewire. Hello there. $1,000. Livewire here. Presently in attendance. So, fine. Dran. Gut. Noch irgendwas? Sure. Boss is around. Ich doch ein bisschen warum einmal. Wunderbar. Passt ja. Damit ist ein Schild jetzt weg. Ah, Pitstop. Da muss man bis zum Pitstop hoch. Und die Tankstelle war in C11. Ist auch gar nicht so schlecht.
könnte man, wenn man die Schmetterlinge hier abgefangen hat, tatsächlich noch zum Pitstop. Und dann C11. Unterirdischer Sektor. Was kann denn da an unterirdischem Kram sein? Na, können wir ja auch erforschen. Flüchtlingslager scheint abgeschlossen zu sein. Nicht F2, F4. Da ist auf jeden Fall... Achso, Sangoma noch. Da muss man wahrscheinlich mit denen noch reden. Okay. E-Mail schon wieder. Treuebonus. Basierend auf neue... von... Treuebonus. Neue Belohnung. Basierend auf unseren Daten hast du genügend Belobigungen erhalten, um $2000 aus dem AIM Starfonds zu erhalten. Meltdown ist zufrieden mit deiner Arbeit und wir sind es auch. Das ist schön. Meltdown ist die Beste. So, Meltdown hat aber einen Stufenaufstieg. Jetzt Stufe 4. Ist halt leider nur ein etwas durchschnittlicher Söldner. Na, was heißt durchschnittlich? Aber 70er Werte hat sie. Die Überlegung ist jetzt bei ihr, Crit-Chance bei Zielen bin ich ja großer Freund von, auch Sprinter finde ich super, aber bei Meltdown ist ja das Problem, dass die hat auch leichte Rüstung, da hatte ich wohl überlegt, ob ich auf schwere gehe, habe es aber wohl nicht gemacht. Wie gesagt, die Flexibilität der leichten Rüstung gefällt mir persönlich sehr gut. Meisterschütze ist auch ein No-Brainer in meinen Augen und sie hat Geschick 84, könnte da auch auf Silberne dann gehen. Wobei ich die beim Geschick echt nicht so prickelnd finde. Gegenfeuer könnte ganz nett sein, wenn sie mit Pistolen operiert. Heimliches Töten ist sie ja eher nicht so für. This is sneaky, shit ain't my style, um sie da mal zu zitieren. Ich nehme aber den Meisterschützen hier bei ihr. So. Und das, meine Lieben, wär's dann auch für diese Folge, von der ich hoffe, dass sie euch gefallen hat und auch inspiriert, beim nächsten Mal wieder mit dabei zu sein. Seid so nett, dran zu denken, Like und gegebenenfalls Abo dazulassen. Bis dann, euer Palzi.